Hey Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch, wie ihr euren CPU, also Prozessor, verschnellert und mehr Leistung kriegt, indem ihr alle Kerne aktiviert. Und dazu drücken wir jetzt Windows und R. Dann öffnet sich unten links dieses Fenster und ihr schreibt msconfig rein. Ich blende das jetzt nochmal ein und schreibe das auch noch in die Beschreibung. Und dann drückt ihr auf OK. Dann öffnet sich hier so ein Fenster. Jetzt müsst ihr genau das machen, was ich mache. Ihr drückt auf Start und dann auf erweiterte Option. Und dann steht das bei euch so hier. Also nichts ist hier angekreuzt. Ihr lasst auch nur alles so nicht angekreuzt. Jetzt drückt ihr hier oben nur auf dieses Kästchen und bei euch steht vielleicht hier nur einer. Ihr drückt dann auf 6. Also ich habe hier 6 und ihr drückt auf das, was maximal bei euch ist. Wenn ihr 8 habt, dann steht da 8. Wenn ihr 4 habt, dann steht da 4. Wenn ihr 2 habt, steht da 2. Ihr drückt dann auf die maximale Anzahl von den Kernen, dann drückt ihr auf OK, dann kommt ein Fenster, wenn ihr auf Übernehmen klickt und auf OK, kommt noch ein Fenster, dass ihr den Computer neu starten sollt. Ich habe das jetzt schon gemacht und wenn es euch geholfen hat, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Haut rein, tschüss!